Billy, komm, singe mal zusammen. Ein gutes Vollkornjoghurt und ein Dinkelmüsli dazu und einen guten Traubensaft mit Vitamin C. So, meine Lieben, heute machen wir unser Bauernbrot und zwar ganz ein altes Rezept von einer Pfarrersköchin. Wie wir wissen, haben die Pfarrer immer gut gegessen. Ich habe da ein Rezept und zwar habe ich das auf die Hälfte reduziert, weil das waren sonst 4 große Lorbeeren. Wir machen jetzt aber 3 kleine und das reicht an und für sich auch für einen normalen Haushalt. So, wir haben da drinnen 1 Kilo Roggenmehl und 15 Decker Griffixmehl. Dann kommt eine Handvoll Salz. Dann habe ich die Gewürze, die habe ich schon frisch gemahlen. Und zwar sind da drinnen Koriander, ein bisschen Anis und Fenchelsamen. Und dann aus der ganzen tue ich ein wenig einen Kümmel noch rein. Und ich habe da auch noch vom Herbst ein paar Maggi-Kraut-Samen dabei. Und natürlich ein bisschen Salz, also ein kleines Handtal voll. So, jetzt in das Mehl tun wir mal zuerst das Dampferl rein. So, dann hüllen wir das ein bisschen zu mit dem Mehl. Und rundherum tue ich jetzt einmal die ganzen Gewürze einstrahlen. So. Und dann haben wir eine Buttermilch, die reinkommt. So ein Viertel Liter. Und dann so viel heißes Wasser, wie wir halt da vom Teig her brauchen. Das kann man auch von mir so genau sagen. Und dann mixen wir da gleich schon mal durch. Also wahrscheinlich braucht man so einen guten halben Liter. Es kann gescheit warm sein. Ihr seht, ich habe jetzt schon fast den halben Liter verbraucht. Und das ist alles noch ziemlich trocken. Also da können wir noch einiges reingeben. So, ich mixe jetzt einmal und später sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich da fertig gemixt. So 4-5 Minuten. Dann tue ich wieder ein bisschen Mehl drüber stauben. So. Und dann decken wir es zu und lassen das Ganze circa eine Stunde gehen. Kann länger auch sein. Also das tut einem überhaupt nichts. Und nochmal zum Teig selber. Ihr könnt natürlich auch ein Trockengärm verwenden. Und wer es Dampfe machen will, der braucht eine frische Gärm. Die wird einfach nur einbräselt, mit ein bisschen warmem Wasser auflösen, ein Mehl reinrühren und gehen lassen. Das war eigentlich alles. So, jetzt ist der Tag 1,5 Stunden gegangen. Ich habe jetzt schon mal rausgetan und habe in 3 gleich große Teile geteilt. Und jetzt habe ich da schon so Lorbeer geformt. Und dann können wir es auch schon aufs Blech umsetzen. So, dann schneiden wir da mit unserem Butterbrotmesser oben ein wenig ein. Ich mache aber gerne ein Kreuz rein. So. Und jetzt lassen wir das ein bisschen gehen und nachher tun wir es, nach einer halben Stunde oder so, tun wir es dann ins Rohr rein. Yes. So, jetzt sind sie noch ein bisschen aufgegangen, jetzt tun wir es ins Rohr rein, schalten ein auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und dann stößt auch noch ein bisschen Wasser dazu rein,
das schön aufgeht durch den zusätzlichen Dampf, geht das dann ganz super auf. Und jetzt müssen wir dann schauen, so ungefähr eine Stunde wird es brauchen. So, jetzt glaube ich, ist fertig unser Brot. Machen wir wieder die Knopfprobe. Passt. Dann tun wir es wieder raus. So. Und jetzt decken wir es. Dann machen wir es da um. Auf ein Gitter. So, dann hüllen wir es zu und jetzt warten wir, bis es schön ausgekühlt ist und dann können wir es. Jetzt geht's aber. So, jetzt ist unser Bauernbrot ausgekühlt, unser Pinzgauerlarvi. Jetzt schneiden wir es einmal an. Und wie es bei uns der Brauch ist, macht man zuerst unter Kreuz drauf und dann schneiden wir es einmal an und schauen nach, wie es gelungen ist. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wunderbar. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gehen, schieb, schieb den Ofen ein. Felix, mitsingen, komm. Und backe, backe Kuchen. Und noch einmal. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gehen.